Lilo, heute zeige ich euch mal, wie man unter Ubuntu 11.10 den Gastzugang deaktivieren kann. Denn das kann unerwünscht sein, dass jeder, der den Computer sieht, sich als Gast einloggen kann. Wir haben ja hier die Gastsitzung und da ist was mit Anmelden. Da kann jeder quasi zum Beispiel im Internet surfen. Das kann ja unerwünscht sein, dass da jeder sofort drauf kann und im Internet surfen kann. Gut, der Gast hat keinen direkten Zugriff auf unsere Festplatte. Die Dateien, die der Gast erzeugt, landen im Temp-Verzeichnis Temp. Und hier ist der Gast, der hinten dran noch eine spezielle Nummer hat. Jeder Gast hat eine andere Nummer, sodass die auch voneinander getrennt sind. Und darin sind dann die persönlichen Sachen. Und was im Temp-Ordner ist, verschwindet dann beim nächsten Booten. Gut, könnte natürlich interessant sein, wenn ihr im Internet surfen wollt und danach das alles verschwindet, euch als Gast einzuloggen, aber in der Regel wollt ihr das vielleicht nicht, dass der Gast sich hier anmelden kann. Gut, und das probieren wir jetzt mal. Ich muss natürlich jetzt erstmal wieder als normaler Systemadmin hier rein. Mit eurem normalen Benutzeraccount, der Administrator, also Sudo-Rechte hat. Und mit dem gehen wir mal aufs Terminal. Und editieren zwei Dateien, dann sollte das Problem vom Tisch sein. Gut. Ich mache jetzt mal ein bisschen die Schrift größer, damit ihr das auch gescheit lesen könnt. So. Jetzt gehen wir mal auf folgende zwei Dateien. Sudo, also mit Administratorrechten, Leerzeichen, Nano, Leerzeichen und dann dieser Pfad. Nano ist der Datei Editor, der hier textbasiert ist im Terminal und diese Datei ändern wir. Die stammt vom LiteM Display Manager und dort kann man was konfigurieren. Und zwar fügen wir noch hinzu allow-guest ist gleich false. Allow-guest gleich false. Also Gast erlauben ist falsch. Steuerung O. Enter drücken. Steuerung X. So, nächste Datei. Sudo. Nano. Etc. LiteM Users Config. Da blenden wir jetzt den einen User aus. Mit Hilfe von Hidden Users fügen wir noch hinzu. Guest. Hidden Users. Und da haben wir den Gast. Wie gesagt, immer mit dem Leerzeichen trennen. Steuerung O. Enter. Steuerung X. Beende. Und dann wieder abmelden. Und dann schauen wir mal. Abmelden. So, jetzt hatte ich einen kleinen Fehler gemacht. Abmelden langt nicht. Ihr müsst ein Reboot machen, also den Rechner neu starten. Wie ihr seht, ist der Gast jetzt weg. Ja, Gast ist nicht mehr da, kein Gastkonto. Selbst wenn ich jetzt hier eingebe, Guest, Enter, Passwort lasse ich leer, passiert nichts. Guest, Passwort, Guest. Komme ich auch nicht weiter, weil der Gast ein leeres Passwort hat und ein leeres Passwort kann ich hier nicht mit Enter eingeben. Gut, ich hoffe, hiermit geholfen zu haben, verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.